Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Test4 Bodenstaubsauger, der natürlich auch gleichzeitig auch wischen kann, wenn ihr den Wischertank verbaut habt, reinigen könnt. Und zwar ganz easy peasy, ohne Werkzeug, einfach nur mit euren Händen. Den ersten Schritt, den wir durchführen, ist, dass wir das Gerät ausschalten. Das heißt, wir drehen es auf die Seite, wo der Aus- und Anschaltknopf ist und schalten ihn auf 0. Diese Position sollte er innehaben, damit er nicht losfährt und ein bisschen rumtuckert, während wir hier an seinen Eingeweiden arbeiten. Das nächste, was wir tun, ist, wir drehen die Maschine nach hinten. Da ist vorne, wo die Anschalt- und Ausschaltknopf ist. Hier ist hinten. Und nun bewegen wir diesen Knopf nach unten und ziehen gleichzeitig den unteren Bereich raus. Schon haben wir hier jetzt die Einheit, die sozusagen den Dreck enthält, in der Hand und können hier jetzt schon weitergehen, indem wir jetzt diesen Behälter entleeren wollen. Dazu benötigen wir einfach einen Mülleimer, der wird jetzt hierdurch repräsentiert, und nun können wir ganz easy peasy das nach oben aufklappen. Habt ihr gesehen? Nochmal, einfach nach oben aufklappen. Und schon haben wir Zugang zum Müll, den wir jetzt ganz leicht in den Mülleimer komplementieren können. So, sehr schön, oder? So, das ist jetzt, wie wir den Tank leer bekommen des besagten Test4 Bodenstaubsaugers. Wir, wenn es jetzt die Kurzversion ist, könnten wir jetzt schon wieder hingehen und das Ding einbauen, kurz wieder schließen, wieder ist er am Start. Aber wir gehen jetzt einen Schritt weiter und werden dieses Teil auch noch reinigen. Das heißt, entnehmen. Und nun gehen wir hin und öffnen hier oben die Lasche, ne, ziehen diese nach oben weg und können jetzt an den Filter dran. Das ist der HEPA-Filter. Den sollten wir einmal im Monat reinigen. Ihr müsst ihn nicht jeden Monat ersetzen. Einmal im Jahr vielleicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn ersetzen. Aber ich behalte die Dinge auch öfters mehrere Jahre. Jetzt kommen wir zum nächsten. Das ist ein kleiner Schaumstofffilter. Ihr seht, da ist so ein aufgefangener Staubhaufen. Das ist der Vorfilter. Den holen wir raus. Dann können wir das hier wieder zuklappen. Gehen hier nochmal hin und klappen das Ding nach oben. Und hier haben wir noch ein bisschen Filz dran. Guck mal, das kann weg. Und dieses Teil können wir auch entnehmen, indem wir daran ziehen. Dann haben dieses Teil jetzt auch in der Hand. Und so haben wir jetzt unseren Bereich hier komplett zerlegt. Diese Sachen können wir nämlich unter Wasser reinigen oder mit Wasser reinigen. Das Gerät selber sollten wir nur mit einem Tuch reinigen. Wir können noch weiter gehen. Und zwar haben wir jetzt hier also dies, wenn wir ihn jetzt auf den Rücken legen. So, haben wir ihn hier jetzt vor uns. Wir können diese Brushes hier abziehen. Die können wir mit auf unseren Reinigungshaufen packen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann geht es hier weiter. Wir haben nämlich hier hinten eine Rolle, die sich immer dreht und den Dreck, der hier vorne ankommt, in unseren Tank befördert. Diese kriegen wir auf, indem wir die nach hinten klappen. Dann können wir dieses Teil rausholen. Ihr seht, hier hat sich auch Dreck festgesetzt. Nun können wir auch dieses Teil entnehmen und auch zu unserem Haufen, welchen wir extra explizit reinigen werden, packen. So, das heißt also, wir haben jetzt zwei Häufchen. Einmal die Maschine auf der einen Seite und das andere ist der Haufen, sprich der Container, die Abdeckungen und die Welle und natürlich die Filter darunter. Das da können wir mit dem Unterwasser reinigen, das hier nicht unter Wasser reinigen. Das gleiche gilt auch für den Tank, wo das Wasser mit appliziert wird. Dort solltet ihr nur aufpassen, weil dort befindet sich hier noch eine Pumpe drin. Die solltet ihr nur mit einem Pinsel reinigen. Also der hier zur Seite, den machen wir gleich weiter. Und hiermit geht es jetzt weiter. So, lasst uns beginnen mit der Reinigungsorgie. Das hier ist unser Häufchen, wo keine Elektronik drin ist. Diese können wir ergo natürlich mit Wasser reinigen. Fangen wir an mit dem Filter. Der Filter ist auswaschbar. Das könnt ihr natürlich auch alles, nicht nur im Gartenschlauch, so wie ich es hier mache, aber ich fange dann immer das Wasser auf und benutze es zum Gießen. Das könnt ihr da alles auch unter normalem Leitungswasser machen. Also drüber sprayen. Und richtig schön auswaschen. Ihr könnt auch in den Wassertank damit gehen und das schön mit fließendem Wasser dann abspülen.
Und schon habt ihr hier, jetzt ein bisschen aufschlagen, habt ihr hier einen frischen, fruchtigen Filter. Nächstes Teil. Das Ding hier. Ihr seht, da ist jetzt noch alles so ein bisschen staubig. Rein damit. Ja. Ausquetschen. 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 Fertig. So, der kleine Schaumstofffilter ist damit auch bereit zum Trocknen. Der Feinfilter. Ne, ihr seht ganz kleine Poren. Und auch wenn ihr die im Wasser hin und her bewegt, merkt ihr, dass dort ein hoher Widerstand ist, weil die Poren sind ganz fein und halten so die kleinsten Partikel ab. So, auch ein bisschen ausschwabbeln. Jetzt haben wir hier die unteren Brushes. Die können wir auch im Wasser einfach ausschwenken. Frischem Wasser drüber. Links nicht vergessen und rechts beide. Wenn hier irgendwelche Haare dran sind, diese einfach nach unten abziehen. So, hier. Jetzt kommt die Hauptwelle. Guck mal da, dicke, fette Flusen dran. Also unter Wasser damit. So, sieht schon viel besser aus, oder? Hier schauen, wenn dort sich etwas drum gewickelt hat, dies entweder mit einer Schere oder mit dem mitgelieferten Cutter abcutten und dann könnt ihr das ganz einfach entfernen. So, auch hier ein bisschen abschwabbeln und dann haben wir den auch schon sauber. Das ist einfach nur Wasser, was ich benutze, kein Spülmittel. So, nächstes Teil, Abdeckung mit Gummi, hier seht ihr, Gummi, mit Gummilippe etc. Ganz schnell sauber gemacht. Und jetzt kommen wir zum großen Tank. Ne? Der große Tank kann auch mit Wasser einfach gespült werden. Na, wie ihr seht, klappt das ohne Probleme. So, und schon ist er wieder sauber. Was wir hier natürlich auch noch machen können, ist mit einem Lappen drüber gehen. Und dann haben wir unsere Innen- oder unsere dreckigen Komponenten unseres Staubsaugers schon richtig schön mal nass gemacht. So, jetzt legen wir im Sommer, wenn Sommer ist, legen wir unsere ganzen gerade gereinigten Teile des Staubsaugers in die Sonne. Denn die Sonne wird jetzt machen, dass das Wasser verdunstet und trocknet das ganze System und die UV-Strahlung der Sonne wird auch noch gleichmäßig unser Stuff hier auch desinfizieren. 24 Stunden solltet ihr es jetzt liegen lassen zum Austrocknen, weil wir bauen es nicht feucht oder nass wieder ein, weil dies kann nämlich zu starken Schimmelbildung im System selber führen oder sogar euren Motor da drin zerstören, weil Feuchtigkeit, sprich Wasser, zu Kurzschlüssen führen kann. Deshalb ist ganz wichtig, 24 Stunden jetzt alles trocknen lassen, was mit Wasser in Verbindung gekommen ist, bevor wir es wieder einbauen werden in den TAS4 Boden Nass- und Trockensauger. Kommen wir zur Reinigung des Hauptgerätes. Dafür benutze ich immer einen Brush. Damit gehe ich erstmal den groben Staub entfernen, vor allen Dingen oben. Und hier am Lidar-Scanner gehe ich rein. Mit einem schönen, weichen, buschigen Freund. Und dann nehme ich einen Lappen mit einem leichten Reinigungsmittel, sprich einfach Spüliwasser, aber nicht zu feucht. Und reinige hier die Seiten und den Lidar-Scanner selber. Dann nehme ich Glasreiniger, weil hier oben ist eine Glasfläche und auch diese hier können wir gut mit Glasreiniger und einem Lappen dann abwischen. Denn die Oberfläche ist wirklich echt schön. Die hat so einen schönen Perleffekt, finde ich. Das heißt, da ist eine Glasplatte drauf. Darunter ist dann so eine, wird eine Aluminiumfolie sein, wohl aufgedampft. Super geil Design ist das. So, dann drehen wir ihn um oder sie und haben hier jetzt den vorderen Teil. Auch hier erstmal schön mit einem Brush drüber gehen, um dort aufgesaugten, aufgewirbelten Staub zu entfernen.
So, auch mal richtig schön reingehen. Auch die Reifchen können wir damit machen. So, einmal umdrehen. Und jetzt geht es hier weiter. Hier ist immer viel Staub. Mit einem schönen Brush kriegt ihr das super weg. Auch aus den Ecken. Ihr könntet sogar hier hingehen und sagen, okay, ich benutze einen weiteren Staubsauger. Das geht natürlich auch. So, jetzt machen wir den hier schön sauber. Und jetzt gehen wir hier rein. Da unten, hier seht ihr die Öffnung zu unserem Motor. Da auch schön drüber gehen. Und hier auch in den Einschub schön mit einem Pinsel die Flusen rausholen, weil die sammeln sich schon mal hier echt. Das kann man nicht ganz verhindern. Jetzt gehen wir alles nochmal hier oben zum Finish mit einem Tuch ab und haben dann hier eine so ganz schöne neue Reinigung oder monatliche Reinigung des Gerätes praktiziert. So, damit ist er oder sie wieder bereit, um gleich, wenn alles trocken ist und alles gereinigt ist, das Interieur wieder aufzunehmen. Das jetzt natürlich hier schön am Trocknen ist. Natürlich im Winter könnt ihr dort auch die Heizung nehmen. Ne? Hauptsache, es wird trocken, nicht nass verbauen. Und so lange muss es jetzt noch chillen. Nach 24 Stunden der Trocknung schauen wir uns die Sachen nochmal an. Vor allen Dingen fühlen wir die Sachen. Und am besten auch noch ganz sicher sein, zum Beispiel mit den Lippen selber fühlen, weil die sind am besten dafür geeignet, um euch dann eine Info zu geben, ob wirklich alles jetzt trocken ist. Gut, bauen wir zusammen. Wir gehen hin, klappen hier unser Freundchen wieder zusammen. Zack. Ist echt schön sauber geworden, wie ihr seht. Dann Reinigungseinheit öffnen. Dann gehen wir hin und packen, ich habe was vergessen, klappt nochmal auf, denn von unten kommt nämlich der hier zuerst rein. Ja, und hier seht ihr ja konisch gesetzt, da sind da solche Einrastpunkte, die drücken wir einfach wieder zurück in Position. Zack, 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 so, alles wieder drinnen. Das hält auch gut, kein Problem. Jetzt haben wir hier das erste Gitterchen wieder fest, kommen jetzt zum zweiten, sprich oben drauf. Da kommt jetzt unser Schaumstofffreundchen rein. Das ist dann der Feinfilter. Darüber kommt unser getrockneter HEPA-Filter. Und dort solltet ihr achten, dass der Schnippel nach oben gerichtet ist. Drückt ihr drauf. Damit ist hier schon mal alles wieder in Position. So, dieses Teil. Das gleiche gilt natürlich auch hier. Auch dieses Teil könnt ihr ohne Probleme reinigen, aber auch dies. Na gut, bei dem hier ist es jetzt nicht so wichtig, dass es trocken ist. Ne, das könnt ihr auch feucht wieder dran machen, weil dann habt ihr direkt eine super feuchte Wischfunktion, weil sobald ihr diesen Container hier benutzt, könnt ihr oder wird dann auch gleichzeitig mit gewischt werden. Ne, das heißt, wenn ihr den drauf macht, wird mit gewischt, eine Automatik drin, der Motor arbeitet hier drin. Und deshalb solltet ihr bei diesem Freundchen hier etwas vorsichtiger mit der Reinigung sein. Ne, hier ist es einfach hier oben dann zu erreichen. Der Stuff, den wir hier im Groß hatten und können dann hier auswaschen. Das Ding würde ich jetzt nicht unbedingt unter Wasser stellen, weil es könnte sein, dass hier diese Freunde nicht so ganz dicht sind. Denn hier drunter liegt ja ein Motor. Da würde ich aufpassen. Ja, aber ganz, ganz hartgesottene könnt ihr ja mal ausprobieren. Vor allen Dingen könnte es passieren, dass wenn ihr es öfters macht, dass diese Kontakte dann korrodieren. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Außerdem haben wir hier auch noch einen Kontakt. Das muss nicht sein. So, also jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir also unsere beiden Tanks bereit zum Wiedereintritt. Das heißt, wir gehen hier hin, drehen unseren Tesfor Super Mooper Typ wieder um. Oder Typin. Jetzt bauen wir diesen Bereich hier wieder ein. Ne? Die ist ja auch trocken. Hier achten wir darauf, dass eine Seite rund ist und die andere so viereckig. Und die viereckige Seite kommt in die Antriebsseite. Das ist hier auf der Seite. Und dann legen wir es einfach wieder rein. Jetzt kommt die Abdeckung wieder oben drauf mit den Gummis. Ne, hier sind die Gummis. Diese kommt so rein, dass wir dieses Teil hier, diese Einsteller, auf die hintere Seite packen und rasten diese einfach wieder rein.
Sehr schön. Und jetzt könnt ihr halt euch halt entscheiden, was ihr drauf macht. Entweder ihn hier reinschieben, natürlich richtig rum, zack, dabei drücken. Oder ihr macht es mit dem anderen, wenn ihr dann zum Beispiel nass wischen wollt. Nur macht da vorher hier noch etwas Wasser rein und am besten auch noch Reinigungsmittel. Es gibt spezielles Reinigungsmittel für die Roboter, für die Saugroboter und Wischroboter. Das könnt ihr aber auch mit ganz normalem Spüliwasser machen. So, und dann kommen natürlich unsere Brushies wieder dran. Die linke Seite mit L deklariert, die rechte Seite mit R deklariert. Und schon ist unser nicer und super aussehender Test 4 S-Turbo wieder am Start und kann seinen Job nice und einfach erledigen. Diesen Reinigungsprozess mache ich einmal im Monat, damit alles schön gut bleibt und so lange hält wie möglich. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun. Reinigung erfolgreich. Reinigung beginnt.